Hallo meine lieben Schützen und herzlich willkommen zu eurer heutigen Legung. Meine lieben Schützen, ich kläre ja heute Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft ab. Und dafür habe ich mir schon mal drei Karten aus dem Deck springen lassen. Und deswegen kann ich auch ziemlich genau sagen, an welchen Schützen sich diese Legung heute ändert. Denn ich habe leider einen ziemlich klaren Impuls, aber das ist nicht die allereinfachste Energie. Und zwar ist diese Legung heute für die Schützen unter euch bestimmt, die in der Vergangenheit hier Erneuerung, das ist meine Skorpionkarte, ist der Tod mehr oder weniger, Veränderungen erfahren haben, die nicht einfach waren. Und ehrlich gesagt, mit der Verwaist-Karte im Hier und Jetzt, das ist meine Fünf-Kelche-Energie, das Gefühl von Verlust oder von Traurigkeit oder von, ne, ich sitze hier auf jeden Fall noch in meinem Schmerz, Energie, die ist noch sehr allgegenwärtig, deswegen keine Ahnung, das kann natürlich ein Schicksalsschlag sein, ein Beziehungsende, das, ne, schmerzhaft war, ein Jobverlust, dass du, ich weiß es nicht, aber definitiv richtet sich diese Legung heute an die Schützen, die denen es immer noch nicht gut geht aufgrund eines Ereignisses aus der Vergangenheit. Genau. Wenn du sagst, nicht meine Energie, mir geht's blendend, dann brauchst du heute keine Legung, mein lieber Schütze, sondern dann brauchen die Schützen die Legung, die eben jetzt im Hier und Jetzt in so einer Energie sind. Genau, in der nahen Zukunft liegt die Weggabelung. Weggabelung ist 13. 13 ist im Tarot auch der Tod, ne? Skorpion-Energie. Und wir gehen ja jetzt hier im in großen Schritten auf die Skorpionzeit zu, ne? Auch mit geballter Skorpionenergie. Und diese Karte redet irgendwie davon, dass du möglicherweise jetzt in der nahen Zukunft irgendwie vor Entscheidungen gestellt wirst. Ne? Gehe ich jetzt den Weg oder mache ich jetzt so weiter oder so? Mehr kann ich dazu nicht sagen, aber ich habe das Gefühl, ja, hier liegt auf jeden Fall nochmal eine Veränderung. Das Gefühl habe ich. Genau, so, meine lieben Skorpione, wir legen jetzt erstmal alle Karten aus und dann schauen wir, wo diese Legung hinführt. Das sind die Self-Care Wisdom Cards für diejenigen, die es interessiert. Ich hätte gerne eine Hauptenergie hier für meine Schützen. Surrender passt hervorragend zu dieser Energie. Lass los, lass den Schmerz los oder versuche es loszulassen. Ne? Hier, oder Surrender to the Universe heißt, es heißt mehr als loslassen. Es heißt sich hingeben, es annehmen, sein eigenes Schicksal annehmen, auch wenn es vielleicht ein schmerzhaftes Schicksal ist. So ist das Leben manchmal, ne? Meine lieben Schützen. Manchmal haben wir schmerzhafte Phasen, manchmal haben wir Täler, manchmal haben wir Veränderungen, die nicht so einfach für uns sind. Und trotzdem können wir nichts dagegen tun. Es ist irgendwie Teil unseres Weges geworden, ne? Oder es ist Teil unseres Weges, dass jeder auch mal seine schmerzlichen Erfahrungen macht. Stop trying to control life. Hör auf, zu versuchen, das Leben zu kontrollieren. Das beeinflusst nämlich den Plan vom Universum. Und Change, die Veränderung, meine Lieben. A resistance to change is a resistance to life itself. Okay. Ein Widerstand gegen die Veränderung ist ein Widerstand gegen das Leben. Und ich verstehe das, ne? Open your heart and mind to new beginnings. Öffne dein Herz und deinen Kopf für einen Neuanfang. Und ich verstehe das, mein lieber Schütze. Du fühlst es nicht, ne? Und das Herz braucht Zeit zum Heilen. Alles völlig in Ordnung. Ich habe aber das Gefühl, dass
du irgendwie noch das Gefühl, also dass du, dass diese Veränderung, die hier liegt, ne, die ist bereits passiert. Ne? Du weißt, wovon ich hier spreche, wenn das deine Legung ist. Es ist nicht rückgängig zu machen. Es liegt in der Vergangenheit. Du hast keinen Einfluss. Das Einzige, du hast auch keinen Einfluss darauf, was in der Zukunft passiert. Du hast nur Einfluss darauf, was du jetzt daraus machst. Und klar, keine Ahnung, wenn vor einer Woche jemand gestorben ist, der total wichtig ist, dann, wie soll ich sagen, dann nimm dir die Zeit, die du brauchst. Dann liegt hier hinten, aber komm irgendwann an den Punkt, an dem du dein Köpfchen wieder hebst und sagst, das Leben geht weiter und ich, ne, ich entscheide mich jetzt auch dafür, dass das Leben weitergeht. Aber hier liegt auf jeden Fall dieses so, ich will aber gar nicht, dass es, ich will diese Veränderung gar nicht, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht. Ne? So. Und das, dieses Gefühl, dieses, ich kann diese Veränderung, die da passiert ist, ich kann sie nicht annehmen. Vielleicht ist es der erste kleine Schritt, ne? Surrender. Der erste kleine Schritt zu sagen, es macht mich furchtbar traurig oder es hat mich furchtbar verletzt, aber ich nehme es an. Ich nehme es an als Teil meines Weges, dass diese Veränderung, dieses Ende, dieses Ereignis, was auch immer es ist, Teil meines Weges ist und dass ich jetzt auch traurig sein darf, aber dass ich es nicht ändern kann. Ne? Things you can't control irgendwie. So war ja da gerade die Idee. Du kannst es nicht mehr ändern. Okay. Oh mein, oh mein, oh mein, oh mein. Liebe Schützen, fühlt euch mal einmal ganz kurz, ganz fest umarmt von mir. Ich spüre eure schwere Energie. Was liegt denn hier für eine Veränderung in der Vergangenheit? Der Ritter der Münzen, die Welt. Also hier ist definitiv was zu Ende gegangen. Die sechs Kelche, okay. Meine Lieben, ich weiß es nicht. Da diese Karte der Tod ist, kann das, ne? Es kann tatsächlich der Tod sein. Es kann etwas sein, dass du viel Zeit und Mühe und Liebe reingesteckt hast und es trotzdem zu Ende gegangen ist. Ich habe vor kurzem irgendwie so einen Kommentar gelesen, nicht bei euch Schützen, sondern in einem anderen Sternzeichen, so dieses so. Keine Ahnung, ich gebe es jetzt in meinen Worten wieder. Und da muss ich jetzt jemanden zuschauen, wie er nach 28 Jahren Ehe mit jemand anderem glücklich ist. Und ich verstehe den Schmerz, den diese Person gefühlt hat, als sie diesen Kommentar geschrieben hat. Und auf der anderen Seite denke ich so, ist es nicht auch in Ordnung, dass man nach 28 Jahren vielleicht sich neu verliebt oder dass man mit 28 Jahren, nach 28 Jahren sich selber vielleicht verändert und sich das Leben nochmal verändert und so, ne? So. Keine Ahnung, was sich da verändert hat. Ich glaube, es war dir wichtig oder da hängen Erinnerungen dran. Da hast du vielleicht, keine Ahnung, eine Karte zum Ritter der Münzen. Keine Ahnung, es kann auf jeden Fall ein Todesfall sein, es kann eine Trennung sein, es kann ein Karriereende sein, es kann eine Berufsunfähigkeit sein, es kann alles sein. Aber es ist schon so endgültig, ne, mit dem Tod und der Welt. So ist es ist endgültig. Die Hohe Priesterin. Und die Königin der Münzen. Bevor ich diese beiden Karten deute, also ne, das kann definitiv auch irgendwas mit der Mutter zu tun haben. Ich weiß es nicht. Ich brauche mal ganz kurz eine Energie zu den Kelchen hier, ne, zu dieser Verweisenergie. Ast der Schwerter.
Meine Güte. Die Wahrheit tut so weh. In der Energie bist du gerade. Die Wahrheit tut so weh. Verstehe ich, ne? So. Als mein Hund damals vor meinen Augen überfahren wurde, und es war total dramatisch natürlich, hatte ich so die ersten 2, 3 Stunden nach diesem Erlebnis, hatte ich so dieses, wie kann die Welt sich einfach weiterdrehen? Wie kann die Welt sich einfach weiterdrehen? Mein Hund ist gerade überfahren worden. Wie kann alles einfach weitergehen? Obwohl ich gerade so war, so eine schlimme Wahrheit erleide. Ne? So, das war das Gefühl. Und genau dieses Gefühl bekomme ich auch. In diesem Gefühl bist du gerade. Und ja, die Wahrheit tut super weh, was auch immer das ist, wirklich. Ob es ein Todesfall ist, ob es eine Trennung ist. Ich möchte dir sagen, dass ich das, was ich hier sehe mit der Hohen Priesterin und der Königin der Münzen ist, auch wenn es schwer zu akzeptieren und zu verstehen ist, ist es Teil deines Seelenweges. Es ist etwas, an dem du hier wachsen wirst. Wirst. Du wirst an dem wachsen, auch wenn du es dir gerade noch nicht vorstellen kannst. Hier ist noch eine Karte rausgefallen. Die 3 Münzen. Lerne die Wahrheit zu akzeptieren, diese schmerzliche Wahrheit, wirklich. Das ist das Einzige, was dir hilft, weiterzumachen, mein lieber Schütze. Ich weiß nicht, was du bewältigen musst. Aber offensichtlich bist du gerade in einer dieser Phasen, in der du etwas bewältigen musst, mein lieber Schütze. Es ist deine Aufgabe, diese Veränderung und diese Wahrheit zu akzeptieren und anzunehmen und ne? Erst kommt das Annehmen und dann kommt das Loslassen. Und wie gesagt, wenn du dafür Zeit brauchst, dann nimm dir Zeit. Ne? Alles, was, ich weiß nicht, was du da durchmachst. Und ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Aber das, was ich hier gesagt nach habe, ne, mit 13, hier liegt auch die Veränderung. In deiner Zukunft liegt auch wieder eine Veränderung. Ne? Hier war eine Veränderung und seitdem geht es dir schlecht. Und es wird eine Veränderung kommen. Und dann wird es dir auch wieder gut gehen, ne? So. Du wirst nicht für immer in diesem Zustand bleiben. Bitte, bitte, denk dran. Was liegt denn hier in deiner nahen Zukunft? Die 4 Stäbe. Okay, es wird sich definitiv, ne? Das erste Wort, das oft zu den 4 Stäben gesagt wird, ist Celebration, Feierlichkeiten. Na, und dann wird sich dann die Richtung in deinem Leben wird sich auch wieder ändern. In Hochzeiten. Na? Ja, 9 Münzen. Meine Lieben. Du wirst wirklich, du bist, ich sehe, ich fühle, in welcher Energie du bist. Aber es wird auch wieder ein Tag kommen, an dem du dich anders fühlst. An dem du frei bist von diesem Schmerz, wirklich. An dem du frei bist von diesem Schmerz. Und ehrlich gesagt, meine lieben Schützen, ich entscheide mich heute dagegen, hier ein Extended Reading zu machen. Ich lege jetzt hier noch ein paar Karten, aber wenn ich mache das oft so, wenn ich so super krasse Botschaften habe, dann, ja, dann mache ich einfach kein Extended, weil ich will da dann nichts verdienen, sondern ich will euch helfen. Und ich habe das Gefühl, dass hier jetzt nicht so die Energie liegt, so von, oh, und Ende Oktober kommt dann, keine Ahnung, endlich das große Glück. Das liegt hier nicht. Hier liegt so eine Energie, wie du mit der Situation umgehen sollst, in der du jetzt gerade bist und keine Zukunftsprognose oder so. Auch wenn ich das natürlich gefragt habe, aber am Ende des Tages erzählen die Karten die Botschaft.
Und ich hätte jetzt gerne noch eine Seelenbotschafterin für euch. Also diese Legung machen wir definitiv ein bisschen anders. Eterna oder wie auch immer sie heißt. She who becomes. Sie, die wird. Hier geht es um Metamorphosen, hier geht es um Grenzüberschreitungen, ne? Hier geht es um Transformation. Wir haben hier den Tod, wir haben hier den Tod und Transformation ist auch Todenergie, ne? Nicht, dass Tod, das klassische Sterben eine Rolle spielt, sondern hier liegt Veränderung, nicht cool, fühlt sich nicht cool an, Veränderung, ne? Du wirst noch viele Metamorphosen in deinem Leben durchschreiten, ne? Und jede Hochphase als auch jede Tiefphase beeinflussen das, was dich ausmacht, she who becomes, die du sein wirst. Und das ist leider jetzt eben eine dieser schweren Phasen. Wirklich, nimm sie an, surrender. Es ist Teil deines Reifeprozesses, wirklich. She who questions, sie die Fragen stellt. Und ich glaube auch, dass du dir gerade Fragen stellst, mein lieber Schütze. Ich glaube auch, dass du dir Fragen stellst, so von, warum muss ich das aushalten? Warum ist das Leben so grausam? Warum geht es mir gerade so schlecht und so? Weil du ein Mensch bist. Because you're human. Ne? Weil du etwas erlebst, was wir alle erleben, wirklich. Du wirst nicht vom Pech verfolgt oder sonst irgendwas. She who brings light, Blanche. Sie, die das Licht zurückbringt. Also, meine Lieben, du durch lebst gerade eine schwierige Phase, eine Phase der Transformation. Aber du wirst auch wieder ins Licht kommen. Ne? Das ist genau das, was ich hier sehe. Guck mal, nur gelbe Karten. Du wirst wieder Hochzeiten erleben. Du wirst dich wieder frei fühlen. Toll, wundervoll, unabhängig. Ne? Was auch immer. Du wirst dich, wenn das hier eine Trennung ist, du wirst dich wieder verlieben. Du wirst erstmal wirklich super glücklicher Single sein und irgendwann wirst du dich auch wieder für eine Beziehung entscheiden. Keine Ahnung. Wenn wir hier, keine Ahnung, von einem Todesfall reden, du wirst irgendwie irgendwann drüber stehen und vielleicht einen Weg finden, dich, obwohl diese Person materiell nicht mehr da ist, dich trotzdem wieder mit ihr zu verbinden. Ne? So. Habe ich auch, meine lieben Schützen. Meine beste Freundin starb mit 15, also ich war 15, sie war 16. Und das war irgendwie dann so, 20 Jahre lang war sie tot. Und dann habe ich, nein, nicht 20 Jahre, aber fast 20 Jahre. 20 Jahre lang war sie einfach tot und ich war super traurig, dass, ne, dass wir uns nie kennenlernen oder dass ich würde sie so gern als erwachsenen Mensch treffen, weil sie eine ganz besondere Rolle für mich hatte. Und dann habe ich angefangen zu denken, so, ey, ich kann mich doch trotzdem mit ihr unterhalten. Ich kann mich doch trotzdem mit ihr verbinden. Und plötzlich spüre ich auch ihre Anwesenheit. Ich hab das Gefühl, meine tote beste Freundin ist mein Schutzengel. Und ich habe das Gefühl, ich kann mich mit ihr verbinden, wenn ich das möchte. Und allein dieses Wissen macht alles schon so viel einfacher. Weil das ist so, als könnte man jemanden anrufen, der nicht mehr da ist. Allein dieses Gefühl bringt schon so viel Licht und Ruhe in mich hinein, dass ich denke so, gut, ich kann jetzt nicht zu WhatsApp greifen und ihr eine WhatsApp schreiben, aber ich kann ihr etwas mitteilen. Und manchmal kriege ich auch eine Antwort. So, ne? Keine Ahnung. Dann sage ich so, ah, Universum, ah, I got it. Was ich sagen will, mein lieber Schütze, das Licht wird zurückkehren in dein Leben. Und deine Aufgabe im Hier und Jetzt ist es, diese Wahrheit zu akzeptieren und loszulassen und zu sagen, okay, mein Leben hat sich verändert und ist in diese Fünf-Kelche-Energie. Und irgendwann, wenn ich so weit bin, wird es sich zurückändern in die Neun-Münzen-Energie.
Page der Stäbe und du wirst irgendwann wieder voller Leichtigkeit in dieses Leben hinaustreten können. In dieses wundervolle Leben, das dann auch vor dir liegt, meine Lieben. 10 Kelche. Du wirst neue Erfahrungen machen. Du wirst neue Abenteuer erleben. Dich neu verlieben. Da ist alles noch drin. Der Page der Stäbe steht für mich oft für erste Male. Da liegen noch ganz viele erste Male in deinem Leben, mein lieber Schütze. Genau, so, eine Abschlussbotschaft. Welche will ich denn? Ach, wisst ihr was? Ich lese eh nie aus diesem Buch vor. Wow. Ach, meine Lieben, also ich glaube tatsächlich, also ich nehme stark schöne Befreiung. Witzig, die schöne Befreiung ist 14, ne? 14 ist Mäßigkeit, deine Karte. Dein Herz wird sich irgendwann aus diesem Zustand auch wieder befreien. Du wirst dein Herz irgendwann aus diesem Zustand wieder befreien. Und darüber liegt 41, die Vogelperspektive. Ne? Und ich habe gerade so wahrgenommen, so vielleicht, wenn wir hier von einem Todesfall reden, ne? Also nur, dann vielleicht ist dieser Mensch gerade in der Vogelperspektive und wacht über dir. Ne? Vielleicht schwebt er die ganze Zeit, vielleicht ist er die ganze Zeit da, wie auch immer. Wenn es nur hier um Trennung geht oder eine Berufsunfähigkeit oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Dann sei du derjenige, der das Ganze aus der Vogelperspektive vielleicht mal betrachtet und sagt, hey, vielleicht war es an der Zeit für Veränderung. Oder vielleicht warst du da gar nicht mehr so glücklich oder keine Ahnung. Vielleicht gibt es was Besseres. Ne? Vielleicht erwartet dich was Besseres. Ich weiß es auch nicht. Eine Abschlussbotschaft für meine Schützen. Den Löwen in dir erwecken. Ne? Das ist so, irgendwann kommt der zurück, der Löwe in dir. So, die Gemeinschaft. Die göttliche Matrix. Okay. Und unbekannte Gewässer. Alles klar. Ich nehme hier wahr, du hast definitiv noch Abenteuer zu erleben. Ne? Dein Rad des Schicksals hat nicht aufgehört, sich zu drehen, auch wenn du auch das Gefühl hast, wie kann sich die Welt einfach weiterdrehen, wenn meine Welt stillsteht. Ne? So. Dein Rad des Schicksals wird sich weiterdrehen, und zwar in unbekannte Gewässer. In Gewässer, die du, keine Ahnung, von denen du noch keine Ahnung hast. Ne? Die noch erforscht und erkundet und schützenmäßig erobert werden wollen. Ne? Wirklich, mein lieber Schütze, in deiner Zukunft liegen noch ganz andere Wege und ganz andere Abenteuer, und das ist irgendwie in dem Plan, ne? Göttliche Matrix ist irgendwie in dem Plan enthalten, der für dein Leben, ne? Genauso wie das irgendwie in deinem Leben enthalten ist. Die Gemeinschaft. Ich habe es gerade schon gedacht. Ich habe gedacht, hey, wenn du gerade etwas erleidest, was unglaublich schmerzhaft und schwierig für dich ist, dann geh in die Gemeinschaft. Ne? Die Gemeinschaft ist 25. 25 ist 7. 7 ist der Wagen. Geh in deine Familie. Ne? Wagenenergie, Krebsenergie. Familie, Safe Space, Zuhause. Lass dein inneres Kind, ne, traurig sein. Wenn dein inneres Kind gerade sehr, sehr traurig ist, dann lass es raus, lass es traurig sein. Wenn du irgendwie gerade Geborgenheit brauchst, dann geh zu deiner Familie, zu deinen Freunden, zu Menschen, ne, die irgendwie Sicherheit und Geborgenheit für dich bedeuten. Und lass dir helfen. Ne? Hier sind definitiv Menschen da. Du, also was auch immer du gerade erleidest, du musst es nicht alleine erleiden. Und vielleicht liegt hier auch so ein bisschen der Ratschlag. Ne? Sprich über deine Gefühle, sprich über deine Trauer, sprich über deinen Schmerz. Weil das ist ein Teil der Verarbeitung. Ne? Die Wahrheit wahrhaben und die Wahrheit annehmen ist zum Teil die Wahrheit aussprechen. Denn wenn wir etwas sagen, dann ist es wahr. Und vielleicht ist das auch etwas so. Ne? Vielleicht musst du die Wahrheit aussprechen. Ja, okay.
Er ist wirklich gestorben, die Beziehung ist wirklich vorbei. Keine Ahnung, mein Partner ist wirklich glücklich in einer anderen Beziehung. I don't know, was auch immer diese schmerzliche Wahrheit ist. Sprich sie aus. Sprich sie aus. Nur so kann diese, ne, nächste Veränderung raus aus dieser Situation auch in dein Leben kommen. So, dann schauen wir mal. Die Gemeinschaft, teilen miteinander das Gefühl der Zugehörigkeit, eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten, dem Wort wir vor dem Wort ich den Vorrang geben. Also vielleicht bist du auch verlassen worden, ne? Bei den fünf Kelchen hier, bei dieser Verweisenergie geht es um verlassen werden. Dann geh dahin, wo du dich nicht verlassen und einsam fühlst, wirklich. Wir brauchen die Gemeinschaft, um zu überleben, um zu gedeihen und zu wachsen. Schließlich sind wir Menschen soziale Wesen und keiner von uns ist dazu bestimmt, allein zu sein. Zugehörigkeit ist ein Thema, das jetzt eine wichtige Rolle in deinem Leben spielt. Vielleicht bist du kürzlich einer Gruppe von Menschen begegnet, in der du die Gewissheit hattest, am richtigen Ort zu sein. Vertraue diesen Fäden der Verbundenheit, denn jetzt ist die Zeit, um in der Gemeinschaft aufzugehen. Was du dabei finden wirst, ist eine tiefere und umfassendere Art, in die Welt zu schauen, indem du dich anderen gegenüber öffnest und deine Gedanken, Hoffnungen und Träume mit ihnen teilst. Wie lange du auch schon auf dieser Reise zu dir selbst unterwegs sein magst, dich mit anderen Menschen zu verbinden und Teil einer Gemeinschaft zu sein, ist das Beste, was du jetzt tun kannst. Du wirst aufblühen innerhalb eines Kreises von Menschen, die dir geistes- und seelenverwandt sind. Bleibe dem treu, was sich gut anfühlt und was dich in deinem Herzen als wahr anspricht. Wenn du den Wert dieser Gemeinschaft erkennst, wirst du dort alles finden, was du dir wünschst und vielleicht noch mehr, als du erwartest. Okay, also, meine Lieben, wie geht man mit einer schmerzlichen, schwierigen Situation um, ne, mit so einem Verlust? Verlust und tiefer Schmerz, das ist das, was ich hier sehe. Das ist ein Ratschlag, wie du damit umgehen sollst. Ich habe keine Ahnung, was deine Zukunft bringt. Und darum geht es in dieser Legung auch wirklich nicht. Es geht nur darum, es wird auch in der Zukunft eine Veränderung liegen, die dich aus dieser Energie, in der du jetzt gerade raus bist, ne? Nach jedem Regen kommt Sonnenschein. So ein bisschen ist dieser Vibe. Und die Gemeinschaft, das, was ich euch gerade zu dieser Karte Gemeinschaft vorgelesen habe, ist auf jeden Fall ein Regenschirm, den du gerade nutzen kannst, um nicht ganz so nass zu werden. Und so lasse ich das hier stehen. Vielen lieben Dank. Ich drücke euch von ganzem Herzen und vielleicht bis bald. Tschüss.